Jetzt kommt eine Frau zu Ihnen, die viele als Gilet Ayşe kennen. Ich spreche es bestimmt falsch aus. Bürgerlich heißt sie İdil Baydar, wurde als Tochter türkischer Einwanderer in Celle geboren. Ihr aktuelles Programm heißt Deutschland, wir müssen reden. Hier ist für Sie İdil Baydar als Gilet Ayşe. Viel Spaß. Hallo, ja. Hallo. Hallo, ja, ich freue mich, dass ihr gekommen seid, weil heute machen wir richtig Meinungsfreiheit, oder? Jawohl, wir sagen uns heute alles in die Fresse, ganz ehrlich. Gleich direkt rauf, verstehst du, was ich meine, Habibti? Weißt du, was Habibti heißt? Liebling, du musst lernen, ihr sterbt's aus, verstehst du, was ich meine? Ihr braucht eine neue Identifikation, ich sag von gleich von am Anfang. Lernt alle Arabisch, das ist die nächste große Gruppierung, verstehst du, was ich meine? Ich sag von am Anfang an, Wallahi zu Böhmermann, ey, ich schwöre, ich find ihn so geil, endlich! Er hat ein Armageddon von Meinungsfreiheit gemacht. Jetzt können wir uns alles sagen. Jetzt kann ich dir sagen, pass mal auf, du Nazi-Kartoffel, halt mal deine Fresse. Verstehst du, du genetischer Nazi? Verstehst du? Jetzt reicht, jetzt können wir uns alles sagen. Beste, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. Wallah, ja, ich finde voll gemein, dass er Anzeige kriegt, ja. Ganz ehrlich, geht's nur mir so, aber dieses Verhältnis stimmt irgendwie nicht. Da gibt's einen Staatspräsident, Olan, der hat so viel Leben auf dem Gewissen. Was hat Böhmermann? Böhmermann hat gar nichts auf dem Gewissen. Er hat nur was gesagt, das war alles. Verstehst du, was ich meine? Ich finde super. Ich finde, genau das muss man machen. Man muss die Wahrheit sagen. Weil weißt du, was ich daran als Satire fand? Ich fand am satirischsten daran, dass das ist das, was ihr Deutschen über uns seit 50 Jahren erzählt. Überleg mal, eigentlich ja. 50 Jahre lang erzählt ihr uns, wir sind Kriminelle, wir sind Ziegenficker, wir sind Dings, wir sind das, wir sind dies. Ihr habt euch so entblößt, Lern. Ich schwöre, ihr habt so Dings. Ist doch so. Weil guck mal, wenn ich zu dir Fotze sage, ja, was sagt das über mich aus? Mal drüber nachdenken. Was sagt das eigentlich über mich aus, wenn ich dich so betitle? Was heißt das eigentlich? Wer bin ich? Ist mein Niveau höher? Ich weiß nicht. Muss man drüber nachdenken. Verstehst du, was ich meine? Muss man drüber nachdenken. Oder was ist, wenn mein Kind dein Kind in die Fresse haut, okay? Oder bespuckt oder beschimpft als Hurensohn. Und du als Mutter kommst zu mir und sagst, was soll das? Dann sage ich, ey, ganz ehrlich, tut mir leid. Er ist die AD Ritalin, er hat nicht genommen. Es tut mir leid. Die ADHS-Medikamente haben nicht gewirkt. Ja. Es ist schon komisch, weil Wallahi ist richtig Doppelmoral. Einerseits, das ganze Land schreit, kein Flüchtlinge, kein Flüchtlinge, kein Flüchtlinge. Wahrscheinlich wegen Trauma von Ostdeutschland, weißt du? Ja. 18 Millionen Flüchtlinge, verstehst du, was ich meine? Verstehst du? Und dann, sie geht dahin, sie kriegt diesen Mann so hart in den Arsch und dann schreit ihr, sie muss sich entwürdigen, sie muss sich... Was habt ihr denn gedacht, was passiert? Was denn? Und dann auch diese Dings, ja, man muss sich so erniedrigen, um mit Türkei zu verhandeln. Aber wenn ihr Saudi-Arabien Waffen für ISIS verkauft, ist nicht Erniedrigung, ja? Ist angekommen. Hier laufen so einige Dinge, sind so ein bisschen falsch gelaufen, auch Werte. Ganz ehrlich, was ist das für eine Diskussion? Werte, Werte, Werte. Ulan, als ob alle anderen Menschen auf der Welt keine Werte haben. Nur Deutsche haben Werte. Sonst niemand. Dass den Wert nicht zu lügen, nicht zu klauen, nicht zu betrügen, andere Menschen nicht Schaden zu tun, gibt's nur in Deutschland und nirgendwo anders. Ja, ich finde, sowas muss man betonen, damit man noch auf seine ethnozentrische Wertescheiß direkt weiterhin schön drauf sitzen kann, weißt du? Ja, 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 ja. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ich habe so dieses Gefühl, bei Werte, es geht's eigentlich nur um eins. White Privilege. Um an nichts anderes. Es geht nur darum, dass diese privilegierte weiße Gruppe, verstehst du, schön immer oben bleibt. Wie Fett immer oben schwimmen. Verstehst du, was ich meine? Es ist so. Darum geht's. Warum reden wir nicht darüber? Warum reden wir nicht darüber, dass eine weiße privilegierte Gruppe gibt, die ausstirbt und Panik kriegt? Das ist das. Ja? Verdammt, jetzt muss ich den Kanaken einstellen. So, ey, Scheiße. Ich wollte doch Horst haben. Aber Horst ist weg, tot. Was kann man machen? Verstehst du, was ich meine? Nur noch wir hier, Ali. Deshalb, die Türken lernen jetzt auch gerade Arabisch.
Weil ihr habt gar nicht mitgekriegt, wir sind alle schon zurück. Es ist so, dritte, vierte Generation, die gehen alle. Die lassen sich hier ausbilden. Auch so, Tam, das tut mir so leid für Deutschland, ja. Ganz ehrlich, ihr macht Millionen, ihr schmeißt Tausende in unsere Bildung rein und verstehst du, was ich meine? Und dann, ihr sagt Ziegenficker zu uns, dann sagen wir, okay, ich nehme deine Bildung, geh woanders hin. Verstehst du? Deutschland, ja. Die Frage ist doch ganz ehrlich, übernimmt hier überhaupt irgendjemand die Verantwortung darüber, wie ihr Geschichten über uns erzählt? Oder über andere? Weil Ziegenficker haben sich nicht Türken ausgedacht, das haben sich Deutsche ausgedacht. Also wer ist verantwortlich, wenn ich dich Fotze nenne? Du oder ich? Du, weil du eine Fotze bist, oder ich, weil ich dich so bewerte? Das ist die Frage. Das eine ist das eine, das andere ist das andere. Verstehst du, was ich meine? Man hat selbst in der Hand, es ist so. Man hat das alles selbst in der Hand. So wie ich dich sehe, habe ich selbst in der Hand. Natürlich kann ich sagen, okay, ist ein Arschloch. Guck mal, wie er ist. Guck mal, wie er redet. Guck mal, wie er steht. Guck mal, seine Brille. Ich klatsche sie ihm weg. Verstehst du, was ich meine? Für alle Deutschen, die aussterben, ich weiß, dieser intellektuelle Swag und so, ich weiß, aber... Verstehst du, bei Brille ist bei uns Schwäche. Bei Primitive ist Brille immer Sehschwäche, also Schwäche. Verstehst du, was ich meine? Ihr seid für uns wie Gazellen in der Prärie. Deshalb Kontaktlinsen bitte rein, verstehst du? Damit keine Probleme gibt, wenn wir euch zurückintegrieren müssen. Es ist so, wirklich. Nein, man kann nicht sagen, ich finde, was Böhmermann gemacht hat, mega. Weil jetzt endlich, wir fangen an, eine ehrliche Diskussion zu führen. Endlich kann ich dir sagen, übernimm Verantwortung über die Narrative von uns. Übernimm Verantwortung. Du kannst genauso gut, wallahi, ich kenne Leute, die Eltern, die können nicht lesen und schreiben und die Tochter studiert. Maschallah. Warum sagt eigentlich niemand Bombe, wie schnell ihr Türken lernt? Hammer. Warum sagt das eigentlich niemand? Weil ihr seid so damit beschäftigt, ah, scheiß Türke, dass ihr gar nicht darauf kommt, was eigentlich gut an denen. Verstehst du, was ich meine? Lass uns doch mal Geschichten erzählen, von was gut an uns ist. Und nicht immer, was schlecht an uns ist. Wir wissen, wir sind alles Psychos. Wir sind alle so. Wenn ich irgendwie bei euch gucke, ich finde Dreck. Ich finde eure Leichen. Was denn? Dafür bin ich geboren. Verstehst du, was ich meine? Ja, weil das hier hat nicht Erdogan gemacht. Das hier war eine deutsch-deutsche Produktion von Hauptschule. Ja. Schiss, was ich meine. Bin ich drüber oder was? Was ist das für eine Uhr, ja? Ganz ehrlich, egal. Deutschland, ja. Deshalb, ich bin dafür, dass wir anfangen, uns zu feiern. Und zwar ohne Gnade. Dass wir anfangen, ganz bewusst zu sagen... Okay, du hast schwarze Haare, das passt jetzt nicht so in meinen Privilege-White-Scheißdreck, aber du bist ein fleißiger Mensch. Mashallah, an alle, die 24 Stunden an diesem Döner stehen, obwohl sie hätten studieren können. Mashallah, an alle Iraner, die schon längst Doktor sind und immer noch Taxi fahren. Verstehst du, was ich meine? Mashallah, wir müssen langsam eine Gesellschaft werden, was diese ganze Sache rausnimmt, einnimmt, verstehst du? Progressive Kartoffeln. Das brauchen wir. Und deshalb ist wichtig, Kartoffels, dass ihr, ja, ich sag auch immer, weil ihr seid auch süß, Süßkartoffel. Ja, es nicht immer, und das meine ich mit Blick. Natürlich, ich sag Kartoffel, aber Süßkartoffel, verstehst du? Wir können es doch auch nett beschimpfen, so dass man Spaß dabei hat, darum geht's doch. Nein, wirklich, wir müssen finden, weil wir haben, guck mal, ganz ehrlich, es tut mir in meinem Herz weh, wenn ich meine Cousine sehe, sie reißt sich den Arsch auf, weil sie ist groß geworden mit dieser Hoffnung von Chancengleichheit, sie ist groß geworden mit dieser Hoffnung von Antirassismus und sie sitzt in der Schule und sie reißt sich den Arsch auf, sie kümmert sich um ihre kranke Familie und sie hat einen Durchschnitt von 1,7. Weißt du, was ihre Lehrerin sagt? Ja, super, Fatma, dann kannst du dich ja jetzt bei Aldi bewerben. Ja. Das ist die Realität hier, okay? Darüber müssen wir reden. Warum haben wir so viel Rassismus in dieser Gesellschaft? Warum? Weil wir... Ja, klatsch, bitte. Weil eine Sache ganz genau soll verheimlicht werden, verstehst du? Die sagen dann, ja, weil Deutsche sind rassistisch. Ihr seid gar nicht so rassistisch. Gefierer, guck dir Orban an, okay? Das, seitdem ist Deutschland ein bisschen gut raus aus der Sache. Nein, wirklich. Nicht ihr seid rassistisch, das System ist rassistisch, okay? Das ist hier Rom, teile und herrsche. So sieht's aus. Ihr erzählt uns das in der Schule als Geschichte, Land, das ist gelebte Realität. Was für ein Dings. Es wird jede Gruppierung gegen die andere aufgehetzt. Es ist Zeit, dass wir zusammenhalten, Land. Wir haben keine Zeit mehr.
Wisst ihr eigentlich, dass von 7 Billionen Menschen 5,2 Billionen in bitterster Armut leben? Wisst ihr das? Es ist eine Frage der Zeit, bis es hierher kommt. Darum geht's. Wer verteilt hier was? Das ist das. Und nicht, ob diese Kultur gut ist, ob diese Kultur gut ist. Alle Kulturen sind gleich beschissen. So. Ja, ist so. Verstehst du, was ich meine? Aber nein, 68 Menschen, Individuen, gehört mehr als die von der Hälfte der Weltbevölkerung der Besitz. Und worüber reden wir? Über Erdogan? Ist euer Ernst? Ernst jetzt? Dicker, wir haben ganz andere Probleme. Lass mal. Ich kann doch nicht mit einem Fisch übers Fliegen reden. Was ist das für ein Schwachsinn? Es ist so. Warum? Ja, fliegender Fisch. Ja, aber guck mal, bei Fantasie und Satire und so cool. Aber Realität gibt fliegende Fisch ganz selten. Ich sag ganz ehrlich. Ganz selten, ganz selten. Verstehst du, was ich meine? Nein, wir müssen zusammenhalten. Weil langsam, guck mal, ist auch dieses Dings. Wir sind globalisierte Welt. Wir können nicht mehr sagen, geht mich nichts an. Doch, geht dich was an. Wenn du diese Waffen nach da verkaufst, wenn du da kaputt machst und da kaputt machst und die Leute gezwungen sind, hierher zu kommen, verstehst du? Glaubst du, die wollten gehen? Wallahi, ihr wisst gar nicht, wie geil Syrien war vorher. Syrien war, mashallah, wer wollte da weg? Bombenwetter, verstehst du, was ich meine? Was denn? Als ob Dings so, als ob Deutschland ist so Zielhimmel von alle. Nein, ist nicht. Aber trotzdem, ich finde gut, dass wir ein bisschen unsere Tore aufmachen und sagen, ja komm. Weil es gab schon mal eine Zeit, in der niemand die Tore aufgemacht hat für die Juden. Haram, Alter. Keiner hat die reingelassen. Das ist Schande, ey. Ganz ehrlich. Und das will ich mal sagen. Und deshalb, wir müssen was ändern. Aber nicht bei Quatschen nur. Auch Quatschen, aber auch Handlung. Es ist gut, dass die hierher kommen. Es ist nichts Falsches dran. Später, wenn dieses Land wieder besser aufgebaut ist, dann gehen die alle wieder zurück. Es ist kein Problem. Verstehst du, was ich meine? Und wenn sie hier bleiben, was dann? Wann kommen wir zu dem Punkt, wo wir endlich sagen, danke. Danke, dass ihr hier seid. Dass ihr unser Kartoffelauflauf bereichert mit Hackfleisch. Danke. Danke. Wann kommen wir dahin, dass wir sagen, danke, liebe Türken, danke, dass ihr die Scheiße hier gefressen habt. Weißt du, ich glaube auch, das ist auch so diese Dings. Die meisten Leute wissen gar nicht, wir haben so lange eure Dreck weggemacht. Jetzt mit Erdogan und Flüchtlingen, jetzt lässt er sie erschießen. Es ist immer noch die gleiche Situation. Ich verstehe schon, Mann, es ist Gewohnheit. Ich verstehe schon. Aber Gewohnheiten muss man ändern, sonst du stirbst. Ganz einfach, so ist das. Gewohnheiten müssen wir ändern. Habibi, hast du was verstanden, was ich gesagt habe? Ja, nicht immer nur schlau tun mit Brille, ha? Okay. Ich muss checken, ich muss gucken, ob ihr aufpasst. Du hast so verträumt geguckt. Verstehst du, was ich meine? Nein, ich bin dafür, wir müssen zusammenhalten. Es geht's nicht mehr. Und in eine globalisierte Welt, du kannst dir nicht leisten, ich bin Deutsch, ich habe Werte, alle anderen sind kacke, es geht's nicht mehr. In eine globalisierte Welt gibt's nämlich nur noch eine einzige Mentalität. Und nur noch eine einzige Nationalität. Und die heißt Mensch. Das ist so.